Das ist die Zwingeranlage von Ernst-Jürgen Jann. Sie liegt direkt neben dem Hundeplatz. Die Boxen jedes einzelnen Hundes sind in etwa so groß wie eine geräumige Pferdebox. Hinzu kommt ein immer erreichbarer Auslauf. Hier haben in der Nacht zum Montag ein oder mehrere bestialische Tierquäler zunächst das Schloss aufgebrochen. Wie man durch veterinärmedizinische Untersuchungen mittlerweile weiß, sind die Tiere zunächst vergiftet worden. Nachdem sie jämmerlich krepiert waren, haben der oder die Täter sie mit ihren eigenen Leinen an der Decke ihrer jeweiligen Zwinger aufgeknüpft. Und zwar hier hing die Leine noch. Das wurde direkt alles abgemacht von dem Rüden, weil es mein Vater hat ziemlich schwer fällt, auch hier reinzugucken. Ja, und hier hing der, also der große Rüde halt. Es ist schwer, aber ich sag mal, ich begreife es noch nicht so ganz. Ich kann jetzt hier drin stehen, in der Woche, zwei sieht das schon wieder anders aus. Wenn man merkt, dass der Hund wirklich nicht mehr da ist. Haben Sie einen neuen Hund? Das weiß ich noch nicht. Ich denke schon, weil er ein Hund gehört immer zur Familie. Wir haben jahrelang Hunde, ich bin mit Hunden groß geworden und ohne geht das ja nicht. Die Belohnung für zielführende Hinweise auf den oder die Täter haben verschiedene Hundefreunde jetzt auf mehr als 5.000 Euro aufgestockt.